Willkommen zurück zu mehr Snack World. Wir fangen an mit der weisen Hexe und holen uns unsere Items ab für heute. So, ja, bitte die Zukunft lesen. Und danach machen wir gleich weiter mit ein paar wunderschönen Story-Quests, würde ich sagen. So, oha, zwei Schatztruhen sogar. Krass, krass. Ich hoffe, dass mal was anderes drin ist als immer so ein Mana-Trank. Komm, bitte. Oh ja, ein Melonenkeks. Aha, okay. So, und dann müssen wir wie immer gucken, dass wir unsere Ausrüstung an die aktuellen Trends anpassen. Gut, das passt, würde ich sagen. Das, nehmen wir mal einfach mal die hier, würde ich sagen. So. Und hier haben wir da vielleicht was Besseres. Ja, das Ding hier, oder die Dinger hier. Eventuell sogar was mit ein paar mehr Sternchen, zwei oder so. Nö, leider nicht, okay. Ja, komm, nimm mal das hier, meinetwegen. Gut, wunderschön. Damit wäre das ausgewählt. Und dann können wir jetzt loslegen mit Story Quest, wie gesagt. So, also wir haben das hier offen. Das ist auch die Hauptquest, die machen wir noch nicht. Oh Gott, der Boss sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Das Phönixhuhn. So, Penne in der Klemme. Stimmt, die haben wir von Tartar bekommen. Weil Penne irgendwie entführt wurde. So, das ist das Zeug, was wir bekommen können. Hey, du musst Penne helfen, ja? Dieses Monster, das sie verschleppt hat, war allerdings nicht von schlechten Eltern. Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Pücklergebirge wollte. Ihr müsst den Personal nehmen. Naja, wie auch immer, du weißt schon. Gut, dann machen wir heute mal zum ersten Mal das Pücklergebirge. Und ich bin schon gespannt, wie der Dungeon aussehen wird. So. Ob der irgendwie cool wird. Oder auch nicht. Mal gucken. Weil, also, cool wird definitiv, weil es ein Ice Dungeon. Hahaha, wie witzig, ich weiß. Ja. Also, ich bin gespannt, wie er optisch aussehen wird. Weil hier der Eingangsbereich ist schon mal voll schön. Oh, heute mal bei Nacht. Das letzte Mal, wo wir kurz hier waren, war es bei Tag. Jetzt bei Nacht. Oha, was bist du denn für einer? Okay, du hast es zum Eingang geschafft. Das ist schon ein guter Anfang. Das Monster hat Penner nach drinnen gebracht. Wahrscheinlich gleich nach ganz unten. Viel Glück, Vero. Dankeschön. Was geht bei dir jetzt ab? Quiek. Oh. Dankeschön. Das nehme ich gerne mit. So. Ab nach drinnen. Es war so ein stierähnliches Monster, das ihr geholt hat. Es hatte diesen seltsamen Strohhut auf und einen Mantel an. Ich glaube, es heißt irgendwas. Oh. Irgendwas mit Minus. Aha. Ein Albritter, aha. Egal, das findest du schon noch früh genug heraus. Geh tiefer rein. Habe ich vor, wenn ich darf. Okay, wir haben zwei Wege. Ich gehe also nach hier. Ah, okay, jetzt ist sogar eine Sackgasse, sehr schön. Dann nach oben. Ja, optisch ganz schön. Hier mit diesen kleinen Bögen hier. Irgendwie sieht das cool aus. Okay. Hier haben wir so eine riesige Eisfläche, scheinbar. Kannst du bitte diesen Schneemann durchrollen, bitte? Gut, und wir haben hier Knöpfe, die wir drücken müssen. Reiche Leiche. Wow. Ist das ein König oder was, weil er die Krone aufhat? Oha. Nice. Oh mein Gott. Den müssen wir definitiv ein bisschen öfter besiegen, wenn er so viel Geld droppt. Das ist ja richtig gut. Also immer, wenn wir den sehen, versuchen zu besiegen. Weil das ist halt wirklich geil, das Geld. Das kann man sehr gut benutzen. Und der Zombie sieht halt wirklich exakt aus wie ein Yokai. Ist halt voll krass. Man merkt einfach voll diese... Ja, das ist einfach von Level 5 ist das Spiel. Das merkt man halt einfach voll. An diesen Gegner-Designs. Okay. Oh, ich bin eingepennt, oder was? Dankeschön. Einfach mal, der schlägt mich einfach mal ganz kurz und ich wach wieder auf. Ist auch schön. Oh, Mann. Ja, aber gut zu wissen, dass... Oh, Mann, oh. Dass das funktioniert. Okay, hier ist eine Zaubertür. Aber ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen woanders lang. Also zumindest noch ein bisschen mehr erkunden. Jetzt nicht hier jeden einzelnen Weg, aber ein bisschen mehr zumindest noch. Jedenfalls, ja, gut zu wissen, dass man die Leute scheinbar, wenn man sie schlägt, wieder aufwecken kann.
Wie halt auch in vier anderen Rollenspielen oder so. Da geht sowas ja meistens auch. Okay, mal ein Flammkätzchen. Dass wir einmal weghauen. So, haben wir so ein paar Schnitterviecher. Das war sehr schön, beide getroffen. Raupe. Okay. Und tschüss. Erstmal ein kleines Snacky. Von dem Schnitterchen haben wir nicht mal von der ein Bild gemacht. Hm, egal. So, das haben wir sie jetzt. Okay, oh, da liegt noch was. Voll übersehen. Ein Naturwesen-Lolli, aha. Ja, da ist noch ein bisschen Geld, sehr schön. Da wäre jetzt noch ein Schalter, aber den brauchen wir ja nicht. Wir haben ja die Zaubertür gefunden. Trotzdem würde ich sagen, dass ich ihn aktiviere. Gut. Tschüss. Oder auch nicht. Oh, mein Snack ist tot. Cool. Habe ich gar nicht bemerkt gerade. Ich achte halt wirklich, oha, viel zu wenig auf meine Punkte immer. Oh, diesmal kloppt aber nicht so viel Geld. Ey, voll gemein. Es war voll krass, so viel Geld zu bekommen. Aber ja, jedenfalls, achte ich halt viel zu wenig auf meine Lebenspunkte irgendwie. Manchmal zumindest. Gut, den Schalter können wir trotzdem aktivieren, auch wenn wir es gar nicht müssen. Okay. Ah, okay, und scheinbar war es auch der letzte. Naja, auch wenn es wie gesagt nicht nötig war, haben wir trotzdem jetzt alle gefunden. Oh, das ist auch so ein reicher Leiche. Bleibst du hier? Ha. Ohne Truhe. Okay, ist auch nichts Geiles dabei. Schade. Ich dachte jetzt eventuell bekommen wir irgendwas richtig krasses, weil die Leiche halt, die Reiche. Ne, wie hieß der? Der Gegner halt, eine Truhe gespawnt hat, aber nö. Leider Gottes nicht. Na, was soll's. Nein, oh, ich hab das Feld sogar gesehen, aber ich konnte nicht mehr, weglaufen davon. Da oben ist scheinbar der richtige Weg, oder wäre der richtige Weg. Wenn wir nicht die Tür hätten. Und durch die Tür würde ich definitiv durch, weil da kann halt was richtig krasses eventuell hinter sein. Oh, das ist ein geiler Angriff. Das gefällt mir sehr gut. Okay, hier haben wir noch ein Item. Und da hinten die Zaubertür, durch die wird es auch gehen, würde ich sagen. So, tschüss. Und mal gucken, was wir finden. Vielleicht ja. Ja, ein Schatzraum, geil! Oder ein Schatzhort, wie es hier heißt. So. Mir ist gerade auf dem Bild aufgefallen, von dem Schatzhort, dass sich hinter so einer Truhe so eine Fake-Truhe versteckt hat. So ein Großklapp, oder wie die Gegner mal hießen. Die halt, die jetzt halt so eine Truhe manchmal ausgeben. Ist halt voll interessant, dass die scheinbar auch in den Schatzräumen vorkommen können. Weil ansonsten wären die ja nicht auf dem Bild drauf, oder? Oh Gott. Ich kann nicht holen! Wenn du meinst. Und tschüss. Okay, aufpassen, dass wir die richtigen Waffen auswählen hier. Liebes Flammkätzchen. Gut, mal schauen, wo wir hier hinkommen. Bams. Mit mir geht es dahin. Bleib hier, der Zombär. Voll der Zombär. Stinkt zum Himmel, aha. Wenn du meinst. Oh Mann. Okay, wir haben so ein komisches Sanddinger, was auch immer das uns bringt. Ist halt Material wahrscheinlich.
Auf Modsbox, okay. Was haben wir hier oben? Okay, zwei Felder, nicht drauf treten. Manchmal ist es einfach schon zu spät. Ich sehe die Felder zwar, aber laufen einfach drauf. Ja, gute Nacht. Ich kann nicht reden. Gute Nacht, liebe Raupe, gute Nacht. Bisschen Heilung. Und noch ein Zombie. Und wieder so eine reiche Leiche. Lass mich in Ruhe. Bleib hier, du Mistvieh. Nein! Das habe ich sogar gesehen, das Ding, aber... Nein! Oh, jetzt ist sie despawned, oder was? Nee, da ist er noch. Muss sterben. Yes! Geil! Oh, das ist richtig gut. So viel Geld zu haben. Ja, das ist mir auch gerade wert, dass ich durch diesen komischen Stinke-Dingens durchgegangen bin. Hauptsache, ich bekomme das Geld. So gut einfach. Lass mich doch hier. Dankeschön. Aua. Voll zielsuchend scheinbar. Nimm das. Und tschüss. Okay, das ist ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Das wäre jetzt... Oh. Das haben wir gar nicht gesehen wegen diesem Bogen hier oben. Das ist ziemlich, ziemlich cool, dass wir jetzt halt so viel Geld bekommen haben. Das gefällt mir. Aua, richtig, aua. Gut. Nein, geh weg. Ha. Okay, so Naturwesen-Lolli. Jetzt nicht das, was ich gebraucht hätte, aber okay. Und eine Finsterschuppe. Das ist neu. Das hatten wir bisher noch nicht. Oh, ich will gerade meinen Strahl losfeuern von dem Bogen. Jetzt stirbt doch mal dämliche Raupe. Und tschüss. Okay, wir brauchen sogar einen Schlüssel für die Ebene. Gute. Ah. Dass wir das gefunden haben. Okay, ich gehe erstmal noch mal ganz kurz den anderen Weg hier ab. Ob hier noch Items rumliegen, eventuell. Halt voll der ewig lange Weg. Tschüss. Haha, sehr schön. Und Geld auch sehr schön. Und jetzt war schon ein guter Hammer eigentlich. Hör auf. Oh, jetzt hast du ihn voll aus meinem Sichtfeld rausgeschlagen. Hier, bam! Das hat sich richtig gelohnt. Okay, hier haben wir noch ein paar Schneemänner. Da ist ein Item, sehr schön. Und eine Truhe, nice. Aber in den Truhen ist meistens auch gar nicht so viel krasses Zeug drin, ehrlich gesagt. Man erwartet irgendwie viel bessere Sachen in so einer Truhe. Aber naja, wir haben ja auch nicht so viel Bonus auf seltenes Zeug, aber halt nicht die krassesten Kleidungsdinger tragen. So, okay, ich gehe jetzt aber nicht noch die anderen Wege ab, sondern gehe direkt zum Ziel. Weil ich keine Lust habe, jetzt hier noch irgendwie ewig rumzueiern. Okay. Mal gucken, wer der Boss sein wird. Okay. Du wirst dich verbüßen, dass du meinen Geldbeutel mitgenommen hast, kleines Mädchen. Schnell, Vero, bevor es zu spät ist. Okay, jetzt weiß ich auch, wer Penne ist. Ich hatte schon gedacht, dass die das ist, aber ich wusste es halt nicht genau. Deswegen bin ich jetzt froh, das zu wissen. Weil das war ja auch die mit der goldenen Lampe und so. Da sind sie! Schnell, du musst! Hä? Was geht hier vor sich? Bist du dir sicher, dass alle dieses Video sehen wollen? Was? Bist du dir sicher, dass alle dieses Video sehen wollen? Ja. Verdammte Axt! Drohst du mir? Oh nein, ich wollte nur nach dir schauen, mehr nicht. Ich meine, wenn die Leute dieses verschüchterte kleine Mädchen sehen, wie es in einem Minotau-Axt angegriffen wird, können sie ja ihre eigenen Schlüsse ziehen, nicht wahr? Darüber, wer hier der Böse ist, meine ich. Wow, wir sehen voll bedroht und
beeinflussen will, sag ich mal. Du Kleine! Du bist Geschichte! Hä? Wer ist da? Ein Abenteurer, hä? Rette mich, ich hab Angst! Oh, wie eklig sie ist. Ich mochte sie schon bei der Quest mit der goldenen Lampe nicht wirklich, weil Tataya da auch irgendwie gesagt hat, dass er eigentlich gar nichts gestohlen hat. Deswegen glaube ich halt, habe ich damals schon geglaubt, dass sie halt in Wahrheit voll eklig ist und das irgendwie gestohlen hat, oder zumindest, dass es eigentlich gar nicht ihre Lampe war, die eigentlich Tataya gehört hat, sag ich mal. Das war er. Bitte hilf mir, dieses Monster greift mich gleich an! Ich hab es gehört, es greift dich nicht an. Schau mal fort von mir, bitte! Wow, du bist gut! Muss ich echt in den kämpfen? Wow, toll. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn ich mich hätte entscheiden dürfen, weil das finde ich nicht gut, dass ich einfach gegen ihn kämpfen muss. Weil er eigentlich gar nicht böse ist. Aua. Sondern eher diese komische Kuh halt. Aber sie hilft mir zumindest mit im Kampf gegen ihn. Scheinbar. Als Gastcharakter. Gut zu wissen. Wir holen mal ihn hier. Dass er eventuell ein bisschen Schaden anrichten kann. Ja, er macht sau viel Schaden, nice. Was war das denn? Dein Tod war das. So, Truhe öffnen mit Power Popcorn, okay. Verdammt, du hast mich erwischt! Sir, ja natürlich, du bist mir nicht gewachsen. Ups. Oh, vielen Dank der... Ja, was ist das denn? Dank dir, das ist alles erste Sahne. Können wir zurück zur Stadt? Ist das gruselig hier? Wow, wie eklig sie einfach ist. Ich bin gespannt, was da jetzt die Auflösung ist. Die Wahrheit dahinter quasi. Naja, mal gucken. Erstmal bekommen wir jetzt voll viel Geld durch die... Oh ja, durch die beiden reichen Leichen da. Oder auch immer die hießen. Gut, das Packlapp-T-Schwert B ist der Hauptpreis. Eventuell bekommen wir es sogar. Wer weiß, wer weiß. Nö, aber so ein Ding nochmal, cool. Das braucht mehr für irgendwas. Vielen lieben Dank, Herr Schatzjäger. Ich dachte schon, ich würde bei lebendigem Leib gefressen, ne? Ey, Penne, vergiss bitte nicht meinen Beitrag hier. Ich bin derjenige, der Vero dazugeholt hat, um dich zu retten, weißt du? Ich meine, wahrscheinlich hätte jeder andere genauso gehandelt, wenn er Zeuge einer Entführung wird, aber... Vielleicht würdest du gar nicht gerettet werden, ich weiß ja nicht. Was für eine Nervensäge. Oh, tolle Idee. Hallo. Nein, danke, Tata. Vielen lieben Dank, du warst toll. Im Ernst, war ich? Ja, Mann, ich werde ganz rot. Dir entgeht aber auch nichts, oder? Du bist ja sowas von aufmerksam. Ich glaube, da hat jemand das Zeug zum nächsten Inspektor Layton, hä? Sehr schön, die Anspielung. Ey, nicht zu viel Lob, okay? Ich meine, ich bin echt nichts Besonderes. Oh doch, das bist du. Du bist etwas ganz Besonderes. Nee, das war zu einfach. Jedenfalls, vielen Dank nochmal. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Tschüssi. Ich fasse es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass sich dieses Mädchen tatsächlich bei mir bedankt. Vielleicht hat diese Erfahrung sie so sehr eingeschüchtert, dass sie sich ändert. Moment! Wo ist mein Geldbeutel? Ach Mann. Oh Mann, ich schon wieder! Penne! Penne! Das heißt, er ist gar kein Dieb, sondern sie ist die Diebin und er klaut ihr das immer wieder zurück quasi. Aber sie geht wahrscheinlich zu den Wachen und sagt halt, Tata hat mir das geklaut. So eine Art, schätze ich mal, läuft das zwischen den beiden ab. Da bringe ich dich dran! Penne! Wow. Die ist echt eklig. Oh, sorry. Ich hätte fast vergessen, mich auch bei dir zu bedanken. Wenn du meinst, dass ich dir helfen kann, dann kannst du ein Snacky von mir machen, wenn du magst. Meinetwegen. Auch wenn ich dich nicht mag, aber naja. Gut. Muss mal gucken, ob wir eventuell einen besseren Heiler haben als meine kleine Fee. Muss ich mal kurz schauen. Weil, die ist halt nicht so krass immer, die macht kaum Schaden und die Heilung ist auch nicht so viel. Ruf mich einfach, wenn du bei uns Hilfe brauchst. Wo bist du denn, du kleine Diebin?
Oh, oh, er gibt nicht auf. Ich verdufte lieber. Tschüss. Uff, ey. Ich sag dazu einfach nichts. Penne in der Klemme. Abgeschlossen. Gut, warte, hier bin ich falsch. Da wollte ich hin. So, Gruppensnacks. Haben wir was Besseres irgendwie? Also Aschenputtel ist viel schlechter. Außer, dass sie ein bisschen mehr Abwehr hat. Der hat mehr Lebenspunkte. Auch mehr Stärke. Bisschen weniger Verteidigung. Bisschen weniger Magiekraft. Und eine viel schlechtere Magieverteidigung. Der kann auch heilen. Und entziehen das Schlag um Paralyparalein. Aha. Okay. Ich will mal testen, mit ihm umzugehen. So. Nochmal. Hier, bei ihr haben wir jetzt schon eine 3-Herz-Bande, sehe ich. Also fast 3-Herz-Bande da oben, sehe ich gerade. Ich frage mich halt, was das mit der Bande genau heißt. So, und hier möchte ich auch mal ganz kurz den anders mit reinnehmen. Weil Aschenputtel auch nicht so krass ist. Aber Frau Koch habe ich ja schon drin. Das ist die, ja genau. Penner ist auch nicht so nahe. Wobei. Stefan Schnitter. Fetzi Mercury, alles klar. Nicht der Freddy, sondern der Fetzi, I see. Komm, nehmen wir den mal mit rein. Oh boy. Fetzi Mercury. Dieses Spiel manchmal. Ich muss mir eigentlich mal die ganzen Namen angucken. Champignon, wow. Champignon. Wilhelm, Felix, ja, ist ein ganz typischer Katzenname. Lupo kommt halt von Lupus Wolf. Den Namen verstehe ich halt nicht ganz. Haarwolf, ja, guck dir mal zweimal, guck mal an. Wie sind die Werte von denen? Ja, der obere ist ein bisschen besser, würde ich sagen. Wobei der hat mehr Verteidigung. Der hat viel mehr Magiekraft und der hat mehr Magieverteidigung, aha. Grazilia Löffelkopf, wow. Dieter Abolisch. Diabolisch. Oh Gott, ey, tata. Der Schnuller, was? Der Kleber, Müffelchen, Tafka, Lu, P, Aschenputte. Ja, okay. Jetzt hören die Namen auf, witzig zu sein. Aber das ist mein Liebling, Fetzi Mercury. Uff, ey. Okay, machen wir heute noch eine Nebenquest, würde ich sagen. Weil für eine Hauptquest haben wir, glaube ich, keine Zeit. Mal, hier ist nichts Neues irgendwie. Nee, scheinbar nicht. Oder? Nee. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Bock, durch den Schwarzwald mal zu gehen. Wobei, komm, doch, machen wir das einfach schnell. Und gucken wir uns das mal an. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt nochmal durch den ganzen Schlossfall durch muss, aber ich glaube schon, oder? Aber ich würde sagen, nee. Ah doch, durch die Erbsenebene und durch den Schwarzwald. Wow, das ist auch toll. Wow. Er schickt uns in den Fischen Schlaf, my see. Okay, komm, ich würde sagen, wir rennen mal hier relativ schnell durch einfach. Und machen jetzt nicht hier jeden Gegner platt. Ich will hier Items mitnehmen, aber mehr auch nicht. Ich habe auch keine Lust, hier irgendwie ewig rumzueiern. Eventuell geben die uns coolen Loot, die Gegner, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, gegen die zu kämpfen gerade. Deswegen ignorieren wir die mal ganz kurz. Okay, Jedenfalls ist noch nichts drin, scheinbar. Nichts Wichtiges zumindest.
Da haben wir was, sehr schön. Die EP-Sternchen muss ich... Meine Güte! Muss ich auch mal benutzen irgendwie. Warum habe ich jetzt den Bogen bei der Katze? Da habe ich auch sonst immer den... die Axt. Und die mag ich auch mehr als den Bogen. Der Bogen ist halt echt nicht so geil, finde ich. Du kleine Ratte. Aber bei dem Bogen einfach kaum ordentlich trifft. Er wäre halt so geil, wenn der Auto-Fokus hätte. Aber hat er halt leider nicht. Aber hat jetzt so einen komischen Strahl hier, die Truhe. Oh, weil da was Geiles drin war scheinbar, okay. Gut zu wissen. Du kleine Ratte. Mir gehen die Sprüche jetzt schon auf den Nerven, ehrlich gesagt. Von dem, von dem Paten. Dem Pilz halt. Oh, ein Schleim. Babs. Er lebt noch, ernsthaft. Als ob du das überlebt hast. Ja. Ich weiß. Hast du auch verdient, lieber Schleim. Und again, der Schwarzwald zum 100.000. Mal. So. Nein, ich möchte nicht die Jaras... Mann, ich habe aus Versehen auf A gedrückt. Okay. Dann einmal schnell durch hier. Da haben wir bloß einen dämlichen Pilz. Lass mich mal hier aufladen. Und Bams. Ja, die Kerze auch getroffen, der Pilz. Das ist ja geil, dass die halt auch die anderen Leute quasi mittreffen können. Scheinbar. Das ist spannend. Also halt auch eigentlich die andere Monster halt. Nicht nur Mäster, sondern auch die anderen Monster. Ist irgendwie nice. Als ob der sich getroffen war. Und das meine ich, das ist an dem Bogen einfach nur nervig. Das nervt einfach nur abgrundtief an dem Bogen. Dass man ganz oft einfach nicht trifft. Oh, mein Pilz ist vergiftet. Ist auch eine spannende Aussage. Mein Pilz ist vergiftet. Ugh. Diese Geräusche manchmal. Okay, komm, wir rennen jetzt hier durch. Außer es gibt hier noch irgendwo einen Schalter. Weil ich die drücken muss. Außer ich finde wieder eine Zaubertür. Hätte ich auch nichts gegen. Da ist eine Silfe. Was ist denn hier für eine Itemflut? Also nicht, dass ich da was dagegen habe. Ich finde es eher geil. Aber irgendwie auch ein bisschen komisch. So viele Items auf einmal zu haben. Und ja, ich habe den Schalter gesehen. Keine Sorge. Bap, bap, badab, bap. Ich dachte gerade, der Ohr kam aus dem Fass raus. Gut. Jetzt würde ich ganz gerne halt wissen, wie viele Schalter es gibt. Meistens sind es ja drei. Aber wir hatten einmal auch schon mal nur einen. Deswegen kann man das nicht sagen, wie viele es genau sind. Nein! Oh Gott, ich war fast draufgelaufen. Aua, aua. Das werde ich jetzt wahrscheinlich viel seltener hören, weil ich meine Silfe herausgenommen habe. Das ist ziemlich cool, dass wir diesen Spruch nicht ständig hören müssen. Das finde ich sehr angenehm auf jeden Fall. Du kleine Ratte. Dafür hören wir das jetzt wahrscheinlich viel öfter. Du kleine Ratte. Oh Mann.
Okay, noch einer wahrscheinlich. Was hier am Abgehen alles ist. Nice. Das war ziemlich krass. Oh Mann, ey. Oh, okay. Nehme ich mit. Snacky. Sag mal Cheese. Oder eher Samen oder so, weil du ja ein Samen bist. Okay, ich muss mal meinen Pilz heilen. Ansonsten stirbt er mir weg. Wo ist denn der dämliche... Ah, Scheiter. Gut gemacht, nett. Ja, bla bla. Hab ich drauf oder was? Es war schon wieder die Chibanyan-Stimme. Ich hab's voll gehört. Okay. So viel dazu. Dann mal ran. Mach ich. Ja, so ein Feen-Opa. So, tschüss, Küsschen. Nein, hast du nicht verdient. Mach auf. Da haben wir eine Truhe. Oh, die... Was? Türmende Truhe. Oh Gott. Bleib hier. Kommt mal alle her. Oha. Nice. Das ist cool. Eine türmende Truhe. Hatten wir bisher auch noch nicht. Was nicht alles passieren kann hier. Aua. Geh weg. Okay, sehr schön. Eine türmende Truhe. Cool irgendwie. Die geht dann wahrscheinlich immer geileren Loot, wenn die halt türmt. Mieser Windbeutel. So viel zu, ich muss wahrscheinlich meine kleine Fee nie wieder hören. Oder seltener hören. Wenn die natürlich vorkommt, dann hören wir sie alle 2 Sekunden. Doch! Kein Item, sehr schön. Okay, wo ist der richtige Weg hier? Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will die Peitsche aber nicht schmecken. Ich möchte deinen Tod schmecken. Licht an. Ha, wie witzig. So. Aua. Das tat weh. Sterben Sie bitte ganz schnell, Herr Kobold. Und hör auf, dich zu buffen. Wo gibt's denn sowas? Gut. Ah, jetzt noch Mafia... Oh Gott. Wer? Noch Mafia-Pilz. Ich dachte, das wäre meiner, aber war's gar nicht. Jetzt haben wir das Problem mit den Gegnern. Das war manchmal nie ganz weit, oder ist der, also meiner quasi, oder der Gegner. So. Hier ist sonst nichts mehr. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Oh, sehr schön. Oh Mann, du Feen-Opa. Oh, sehr schön, dass ihr der Weg zur nächsten Ebene. Du kleine Ratte. Und tschüss. Oh, okay. Nehme ich auch mit. Why not? Ein geiles Snacky vom Feen-Opa, was man auch gerade sehr gut sehen kann, weil der Baum voll im Weg war. Sehr schön. Okay, dann einmal ganz kurz Heilung.
Und dann nochmal der unfassbar anstrengende und langweilige und nervende Kampf gegen die Bundinen. Ach ja. Die Bundinen. Oh nein, wie furchtbar. So. Das Messer ist scheinbar ganz gut gegen die, oder was? Hier. Ja, toll! Das war super. Komm her, liebe Bundine. Aua, das war guter Schaden. Du kleine Rotte. Hör auf zu singen, das erlaube ich dir nicht. Hör auf zu singen und stirb. Oh, jetzt haben wir wieder ein komisches Schutzschild hier. Ich mache gleich wieder meinen Fallensteller raus. Dann. Ja. Bringe ich die wieder um in der Hauptstory. Ganz schnell. Aber ja, das geht jetzt gar nicht. Ich muss erstmal den Wirbelsturm auswählen. Auswählen vor allem. Ausweichen meine ich. Aber mein kleines Viech hier, das ja relativ cool, gut in der Hauptstory gemacht, die umzubringen. Deswegen hoffentlich auch diesmal. Also einmal, nein, der hier, let's go. Und Attacke. So. Oh, diesmal hat er gar nicht so viel Schaden. Ja, ich sehe dich. Mann, es bleibt immer an einer Stelle stehen. Oh, nice! Okay, das war aber ganz guter Schaden. Den wird hoffentlich... Schnell, komm! Bring sie um! Yes, es ist einer schon mal tot. Sehr schön. Einer ist schon mal tot. Heil doch! Warum heilst du denn nicht? Ich habe schon dreimal auf Heilen gedrückt. Er macht's einfach nicht. Und du bekommst jetzt richtig schön viel Schaden ab, hoffentlich. Kannst aber glauben. Und ist jetzt tot. Toll! Klar! Das war richtig fair. Das war richtig fair. Logisch, Spiel. Perfekt. Mua, mua, logisch. Dankeschön. Geil. Das war aber richtig fair mal wieder. Richtig, richtig faires Spiel auf jeden Fall. Muss man schon mal so sagen. Also, doch. Doch, doch. Definitiv. War fairer Kampf mal wieder. Richtig, richtig fair. Gibt nichts Besseres im Spiel als solche fairen Kämpfe. Und so, also wirklich. Kann man sich nicht beschweren. Ach ja. Das ist so bescheuert einfach nur. Das macht mich gerade so wütend. Ja, verstärkt. Schön. Nein, leck mich. Ist das jetzt besser als das hier? Natürlich nicht. Warum hat das jetzt hier Feuer- und Versteigerungswiderstand? Das andere Schild hatte TP plus 4 waren es, glaube ich. Und das wollte ich eigentlich haben. Als Bonuskraft. Toll. Aber ich nehme trotzdem erstmal rein, weil das hat hier... Oh, ich weiß auch nicht. Nee, ich lasse jetzt so. Egal wie oft ich diesen Kampf spiele, ich hasse ihn einfach. Ich hasse ihn einfach so sehr. Egal wie oft ich den Kampf spiele. Ja, heile ist ja komplett voll. Okay, dann gehen wir es auf Ena, weil die scheinbar heilen kann. Wechsel doch das Ziel, meine Güte. Wenn die heilen kann, dann gehen wir das auf die.
Na, das sehe ich gar nicht. Ein Hallo kannst du vielleicht mal treffen. Ja, jetzt kann man es wieder nicht angreifen, warum auch immer. Das ist halt richtig fair auf jeden Fall. Dass du manchmal einfach, obwohl sie halt voll dasteht, nicht treffen kannst. Ja klar, weil sie halt diesen Angriff jetzt hier machen. Es ist mir klar, dass das deswegen nicht geht. Aber trotzdem, dann sollen sie nicht im Sichtfeld des Spielers stehen bleiben, sondern komplett vom Kampffeld verschwinden. Dass man halt nicht die Hoffnung hat, denen jetzt Schaden machen zu können. Ich kann sogar einen treffen, du blöde Kuh. Aber es geht leider nicht. Das Spiel erlaubt es mir gerade nicht. So. Jetzt hier. So, da kann das Spiel vielleicht mal. Jetzt hat es die richtige anvisiert. Das ging gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Verstehe es nicht. Was ist jetzt los? Kannst du bitte wieder auf Ene gehen? Spiel halt mich auch gerade nicht mehr, warum auch immer. Habt ihr gesehen, wie oft ich gerade auf den Knopf gehauen habe, oder? Das ist jetzt mal tot. Dankeschön. Meine Güte, ey. Mann, ey. Ja, brüch halt einfach meinen Spezialangriff ab, ist auch fair. Okay, gut. Oh, ich hab echt keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Ich mag ihn einfach nicht. Ich hoffe, ich muss den nie wieder am Spiel besiegen. Stirb jetzt einfach. Wo kommen jetzt die Schlachtschweine her? Finally, ey. So ein dämlicher Kampf. Oh, so ein dämlicher Kampf. Gut. Sonst keine Truhe mehr oder so hier. Okay. Super. Können wir endlich gehen. Es war wirklich einfach nur nervig. Hoffentlich bekomme ich irgendwas Cooles als Belohnung. Vor allem, wenn du teilweise auch für die dumme KI halt nichts kannst. Wenn deine Freunde einfach in die Angriffe reinlaufen, kannst du halt nichts dafür. Das ist auch einfach nur richtig cool. Oh, aber ich will den nicht. Ich habe mich schon zweimal gehabt. Jetzt habe ich ihn viermal. Ja, okay, kann ich vielleicht noch ein bisschen verstärken und dann auch ausrüsten, weil er noch eine bessere Abwehr hat. Wo ist denn der auf Stufe 2? Da. Das ist der auf Stufe 2. Ja. Ja, mal, hä? Doch, das ist der Richtige. So. Einmal was davon, einmal was davon. Gut. Nein. Dann nochmal. 10. Nee, so viel will ich nicht verschwenden. Ganz bestimmt nicht. Gut. Nein. Gut, es hat definitiv eine bessere Abwehr als das andere Schild. Deswegen kann ich das hier rausnehmen. Gut, hier. Das ist am geilsten, das Blaue. Gut, im nächsten Part geht's weiter, hoffentlich mit besseren Bosskämpfen. Bis dann und ciao, Abbey Road. Tschüss.